Also dahin. Was bist du? Ach, du bist das Kupferding. Ah, das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut. Ich komme da nicht ran. Das da muss verschoben werden. Ja, das muss verschoben werden. Mach mal... hier... da runter. Verbindest du dich jetzt mit da oben? Was? So, das war so ein Superrohr. Reichst du? Ja, anscheinend schon. Also Kupfer läuft jetzt ungestört weiter. Das heißt, der Ausgang, den wir vorher hier hatten. Ist da noch was drin? Warum bist du nicht leer, Pumpe? Da ist noch 127 Lava drin, die will aber nicht raus. Sehr komisch. Hier sind gar keine Pumpen. Mach mal da eine Pumpe rein. Alles ist mit Pumpen besser. Na gut, lassen wir die Pumpe erstmal da. Das da kommt weg. Das heißt, wir brauchen jetzt die Rohre hier. Wir brauchen noch ein grünes Rohr. Da. Granaten pausieren. So. Da. Wir brauchen jetzt da einen Anschluss für 1600. Das wäre genau da, wo ich die verdammt. So. Das kommt weg. Warum ich doch alle veräppeln hier? So. Nein. Oh, doch. 1600. Alles gut. Ist alles gut. 1600, überall 1600. Ich dachte schon, ich muss jetzt alle Rohre neu legen, weil da jetzt 1400 irgendwie reingeschossen kommt. Aber es ist überall 1600. Weil die Pumpe halt die Rohre auch leer gemacht hat. Das ist sehr gut. Okay. Das heißt, der Ausgang kommt jetzt. Dim. Da kommt die Pumpe hin. Da kommst du hin. So, und jetzt müssten die leer gemacht werden. Ja, sehr schön. Genau, das dauert jetzt wieder ein paar Minuten. Und dann kümmern wir uns um die 1200 der Geschichte. So, was ist hiermit? Das könnte eine Weile dauern, die abzubauen. Wir sind hier beim Roboter-Einzugsgebiet. Sind wir auch im Einzugsgebiet der Hin- und Her-Transportierroboter? Nein, sind wir nicht. Schade. Sonst hätten wir hier raus einfach eine große Logistikkiste machen können. Ah. Also erstmal kann das hier alles weg. So. Das kann weg. Das kann weg. Das kann alles weg. Weg. So. Stein. Ja, da bin ich echt fast versucht, das zu zerstören. Aber nee, ich weiß nicht, ob ich Stein irgendwann noch brauche. Und dann ist das schon okay. Das heißt, das hier nehme ich mal alles mit. So, dann die Ressourcen. Ich weiß nicht, ob die Roboter die Fließbänder abbauen können, wenn da Ressourcen drauf liegen. Und selbst wenn, würden halt die Ressourcen dann entgegen. Sollte zuerst die Ärmchen wegmachen, das ist richtig. Ja, also ich weiß nicht, ob die Roboter das wegmachen können, wenn Ressourcen drauf liegen. Und selbst wenn, würden die Ressourcen in der Walachei rumliegen. Das ist auch nicht so schön. So, das heißt du. Weg. Haben die gelben Roboter wieder was zu tun. Ein Angriff auf unsere Haustür. Oh. Wird nicht repariert. Das ist nicht schön. Bau-Repair-Packs wahrscheinlich wieder. Ja, du hast auch keine Roboter gerade. Die sind alle unten am Abreißen, ha? Ja, Mist. Aufhören. Bau-Repair-Packs.
Oh, guckt euch mal an, wie viele Leichen da liegen. Wir brauchen noch so ein Leichenaufsammel-Generator-Ding. Das da. Dafür brauchen wir wieder 2 lila Chips und dafür brauchen wir was? Gar nichts. Zeit. 1, 2 lila Chips. Was ist mit dir? Ja, gut. Wie viel sind das? 40, 60, 70 und eine große. Ja. 70 Leichen. Und da ist ein Berserkerbeiter. Ja, dich kennen wir schon. Da sind die komischen kleinen Hunde. Mach mal kurz die Repair Packs auf Pause, damit die lila Dinger da gebaut werden können. Und danach wieder Repair Packs und danach wieder Granaten. Und vielleicht sollte ich doch eine Granatenfabrik bauen. Oh, du hast keine Kiste. Yeah. Und wir brauchen noch Logistik Storage Chests. So. Kann ich ja hier hinbauen. Brauche gleich noch mehr davon. Da bitte. Da bitte. Gut, okay. Ihr kriegt ein paar Repair Packs. Und noch mehr Repair Packs. Und die andere Hälfte nehme ich mit zu dem anderen Roboport, der da hinten ist. Ja, viel zu tun, viel zu beachten. Aber auch viel Hoffnung gerade bei mir. Gerade das mit den Queen Biter X, dass wir so an Artefakte kommen, ist schon mal sehr schön zu wissen. Jetzt wollte ich allerdings irgendwas mit Lila Chips machen. Genau, ein Item Collector. Dafür brauchen wir Stahl. Und nebenbei immer Granaten herstellen, was ebenfalls Stahl braucht. Mauer wird beschädigt, ist okay. Zip. Dich wieder abbrechen. Item Collector aktivieren. Und ich denke, wir sollten neben die Item Collectoren auch langsam Kisten stellen, weil der interne Puffer von denen ist nicht so riesengroß. Oh, Mauer ist schon rot. Könnte das bitte jemand reparieren? Also mittelfristige Projekte, auch Skynet. Skynet muss sein. Und eine Granatenfabrik. Selbst wenn wir die Granaten dann in, keine Ahnung, 20 Folgen nicht mehr einsetzen, bis dahin wäre es sehr praktisch. Kann ich das einfach, warte mal, kann ich einfach hier bauen, oder? Gib mir mal kurz da eine Fabrik. Du würdest gerne Granaten herstellen. Du kriegst jetzt einfach eine Kiste. Eine gib mir Kiste. Haben wir davon schon eine? Nö, blinkt nirgendwo was blau. Also wir stellen gleich eine gib mir Kiste hier hin. Die wird dann einfach verbunden damit. Und dann stellst du Granaten her und daneben kommt die nächste Fabrik und die stellt daraus bessere Granaten her. Da. Und die kriegt dann auch noch eine gib mir Kiste. Wo dann die Sachen reinkommen, die von dem Upgrade von normalen Granaten zu den besseren Granaten gebraucht wird. Und am Ende haben wir hier eine Kiste. Theoretisch mit Logistik-Slots könnte ich mich auch selber damit beliefern lassen, aber wir haben nicht mehr so wirklich viel da übrig. Und das passt schon. Das heißt, hier kommt eine ganz normale Kiste hin, so. Und die wird dann begrenzt auf 2 Stacks. Und dann ist gut. Schlimmste, was passiert ist, es werden 2 Stacks Granaten hergestellt. Was auch letztlich das Beste ist. Naja, nicht ganz. Es könnte sein, dass wir dann irgendwann 200 Granaten haben, die wir nicht einsetzen werden. Aber dafür haben wir bis dahin schon mal die Möglichkeit, die Granaten einzusetzen. Also für mich völlig in Ordnung. Bau. Noch eine blaue Kiste. Wir sind definitiv im Einzugsgebiet. Ja, gut. Blaue Kiste. Da hinten. Du hättest gerne Kohle. Das ist keine Kohle, das ist Tungsten. Kohle. Und zwar ruhig ein bisschen mehr. So, 200. Und das andere war, glaube ich, Eisenplatten. Richtig? Richtig. Eisenplatten und Kohle.
Dann kommt hier die Kiste hin. Da. Du hättest gerne Sprengstoff. Und was noch? Stahl. Wir müssen jetzt also auch natürlich Stahl und Sprengstoff in das Netzwerk einbeziehen. So, nein, aus, pfui. 50 sollte reichen. So, das sollte jetzt so mit der Zeit laufen. Ich kickstarte das Ganze mal. Zack, zack. Okay, irgendwas wurde gerade fertig erforscht. Aber meine Hand ist unbewusst gleich zu den Combat Robotics gegangen. Defender-Kapsel. Wo wir gerade bei den Granaten so schön dabei sind, können wir uns auch in die Richtung mal entwickeln. Ist mir auch vorher gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt ja mehrmals durch die ganzen Dinger durchgegangen und habe minutenlang darüber philosophiert, was ich jetzt als nächstes machen könnte. Aber die Roboter habe ich irgendwie übersehen. Ja, mach mal. So, du kriegst noch Sprengstoff, du kriegst auch noch Stahl. Du kriegst auch noch Speedmodule. So, du bist jetzt am Machen und Tun. Das ist gut. Dann Item Collector. Da. Komm mal dahin, weil du scheinst eine große Reichweite zu haben. Wenn du von da hinten die aufsaugen kannst, dann wäre es super. Ja, ist gerade unter meinem Cursor weg verschwunden. Okay, dann kriegst du hier noch eine Kiste. Und ein Närmchen. Du bist nur eine Eisenkiste. Ich hätte gerne eine stinknormale Stahlkiste. Na gut, wenn schon, denn schon, ne? So. Alle Leichen da rein. Eine Kiste voller Leichen. Das ist sehr eklig. Und sehr makaber. Aber mach mal weiter so. Das gleiche machen wir jetzt unten auch noch. Ich darf noch durch den Wald durch. Sehr schön. Hier, ne? Ist mir ehrlich gesagt schon fast zu nah dran. Jetzt wo ich weiß, dass sie eine etwas längere Reichweite haben. Und das Zeug ist wieder beim Inventar gelandet. Sehr schön. Der Gerogon der Vergangenheit wird sich im Grabe umdrehen. Oder so ähnlich. Du da, du da. So. Aber nee, nee, nee. Den ganzen Rahmen schmeißen wir jetzt einfach hier rein. Bom. Warum hast du 434 von 400? Ah, ist irgendwas schiefgelaufen. Du bekommst das, du bekommst die Leichen. Du bekommst alte Poles. Wo ist die Pistole? Da ist die normale Munition. So, da ist die Pistole. Weg. Weg. Sandmauern. Ja, Sand müsste inzwischen auch eine Menge haben. Aber jetzt bleibt alles erstmal schön im Inventar. Der Rest geht ja noch so einigermaßen. Das Zeug sortiere ich oben wieder ein, dann ist gut. Also, es dürften keine Leichen mehr verschwendet werden. Wir werden momentan nur aus dem Westen angegriffen. Das ist also okay. Granaten werden automatisch hergestellt. Was nicht heißt, dass ich auch nicht bei mir noch welche herstellen könnte. Nur, dass ich keine Explosives mehr habe. Wir müssen jetzt allerdings noch Stahl anschließen. An das Netzwerk, an das Roboternetzwerk. Und die Explosives. Was ein bisschen problematisch werden könnte, wie ich gerade sehe, weil wir noch nicht so ein ausgebautes Netzwerk hier haben. Bauen wir mal da so hin. Und dann machen wir einfach eine Kiste hier. Eine passive Provider Chest. Du machst so. Du füllst dich dann einmal und hier kann sich jeder das abholen. Das gleiche müssten wir eigentlich unten auch mit den Eisenkisten machen, mit denen hier. Na, ich mach's mal in kleinerer Form. Also ich mach mal... Gib mir bitte... Seid ihr? Da seid ihr. Zwei Provider-Chests. Eine für Kupfer, eine für Eisen. Und die beschränken wir recht stark. Damit das gleiche wie hier nicht wieder vorkommt, dass alles eingepuffert wird und wir dann Mangelerscheinungen haben. Oh, danke für den Stahl. Ah, ist das praktisch. Ist dann alles bei mir. Die Maschinen kriegen nichts ab. So, du dahin.
Du dahin, dich beschränken wir auf, sagen wir mal, 2 Stacks. Und so kann jetzt Kupfer überall hin, wo es hinkommen soll. Kohle haben wir noch nicht angeschlossen, ne? Naja, ich glaube nicht. Da noch eine Kiste hin. Du hier, du beschränkst dich bitte auch auf 2 Stacks. Du bekommst Eisen. Eisen ist jetzt auch im System, ja. Wo ist die tolle Kohlekiste? Die ist da. Die wird nicht drin sein. Oh, doch ist sie. Sehr schön. Das heißt, aus der Kohlekiste nehmen wir jetzt Zeug und tun es in eine andere Kiste. Die beschränken wir ebenfalls auf 2 Stacks. So, die Kohle von da nach da. Fehlt nur noch das Bum-Bum-Zeug. Bum-Bum-Zeug ist da. Da ist ein schöner Platz. Werden da dann auch die Mauern abgedeckt? Ja, werden sie. Oh, aber der da hinten nicht. Okay, ein bisschen weiter rechts von hier aus. Der beim Totenbaum. Oh. Wir haben keinen Anschluss mehr ans Netzwerk. Okay. Da. Okay, check. Mauern unten sind drin. Mauern rechts sind drin. Also in dem kleinen Knödel rechts. Oben rechts müssen wir noch was hinsetzen, was anderes. Explosionsdinger sind drin. Ja, ja, ist okay. Wie gesagt, schön muss es alles gar nicht mehr sein bei mir in der Basis. Es muss nur interessant zuzugucken sein und funktionieren. Das ist der Anspruch an die Basis momentan. So, Explosivzeug. Wird eingelagert in einer riesigen Kiste mit Explosivzeug. Okay. Ich muss mal ganz kurz umschichten. Nein. Mach mal kurz hier eine Kiste mit Sprengzeug. So, weg, 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 weg. Da machst du bitte da eine passive Provider-Chest raus und dann beschränken wir die und dann ist gut. Ah, das ist eine Menge Sprengzeug. Das heißt, du wirst eine ganze Weile keinen Schwefel mehr verbrauchen und keine Kohle. Da. So, ja, sehr schön. Alles her damit, alles rein da. Alles her damit, alles rein da. Und du wirst beschränkt auf 2. Gut, also Kohle, Sprengstoff, Eisen, Kupfer, Stahl, alles ist jetzt angeschlossen am System. Das heißt, es müssten durchgehend Granaten hergestellt werden. Und von mir dann auch mal. Gut, jetzt erstmal abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.